Hier Junker Janel in der Moosburger Schwimmarena. Noch ist das Wasser ruhig, aber bald wird es geradezu kochen, wenn hunderte, ja tausende Menschen hineinspringen, um sich zu messen beim Isarman. Noch werden die letzten Plakate aufgehängt, aber es kann sich eigentlich nur noch mehr um Minuten handeln, ja, vielleicht um Stunden, bis die ersten Sportler ins Wasser springen. Die Pokale sind auch wieder einmal besonders geschmackvoll gestaltet. Und jeder Topf hat seinen Deckel. Von überall her sind die Sportler hier angekommen, um sich zu messen im Schwimmen, im Laufen und im Radfahren. Manche sind aus Rosenheim gekommen, manche sogar aus Wangen. Starten für die Kleinen. Jetzt kommen wir zur Einweisung. Und begrüßt werden die Athleten von der Bürgermeisterin höchstpersönlich. Und einer unserer Bundestagsabgeordneten ist auch mit dabei. Na, ob der Herr Erlsdorfer wohl selber ins Wasser springt? Und da geht es ums Dabeisein, da geht es um Spaß an der Bewegung, um die Freude, einfach miteinander was zu unternehmen. Und das finde ich richtig toll. Interesse, aber eigentlich will man ja schon gewinnen. Adäquates. Und schon bei der ersten Disziplin zeichnet sich ein äußerst spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Unterschiedliche Schwimmstile wetteifern hier um den Zieleinlauf. Das ist jetzt freilich ein bisschen Etikettenschwindel. Erdinger Weißbier gibt es hier nicht, aber irgendwas, glaub isotonisches, schmeckt nicht ganz so lecker, ist aber gesünder. So, und hier wird bereits kräftig Bratwürste und Grillfleisch gebrutzelt. Na, von mir aus könnte man eigentlich auch diesen Triathlon überhaupt so machen. Also erste Disziplin Bratwurst essen, zweite Bier trinken, dritte dumm daherreden. Das wäre ja eigentlich auch einmal was.